Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Perfekt. Kann es einen perfekteren Start geben? Doch, ich weiß wieder, wo ich war. So, wir haben... Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir sind auf jeden Fall letztes Mal hier drin eingedrungen. Haben alle möglichen Sachen geklaut. Hier ging es, glaube ich, nicht mehr runter. Genau, wir mussten hier entlang. Und da haben wir schon unseren ersten Gegner. Perfekt. Ich glaube zumindest, dass wir hier entlang mussten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann ich die Karte aufrufen? Ja, ich kann es sogar. Gut. Also man weiß nicht ganz genau, wo man hin muss. Noch schöner. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist viel passiert seit letztem Mal. Wie ihr schon sehen könnt, ist alles etwas heller geworden. Das ist, glaube ich, für euch ganz angenehm. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, es ist angenehm für euch. So. Mal gucken, ob wir hier entlang müssen. Nein, das ist natürlich der falsche Weg. Also da vorne hin. Gut. Ich habe ein anderes EMB drauf. Und zwar das CR-EMB. Das ist ganz schön leistungshungrig. Deshalb kann ich leider auch nur mit 30 FPS aufnehmen. Oh mein Gott. Hallo. Böse. Hallo. Kleines Spinnchen, du bist ganz, ganz böse. Du darfst das nicht tun. Nein, nein, nein. Vor ein bisschen Erz können wir mitnehmen. Auf jeden Fall sollte das jetzt etwas schöner aussehen, genauso wie mit dem Dampf und so weiter. Und ich habe eine kleine Neuigkeit. Ich habe nämlich mich immer über die Philips-Fernseher sehr aufgeregt, dass die als einziges diese Hintergrundbeleuchtung haben. Hab mir dann das Ganze zum Geburtstag auch gewünscht. Hab aber natürlich keinen Philips-Fernseher bekommen. Oh oh. Ich habe nämlich was anderes. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man das Ganze auch mit einem kleinen Raspberry machen kann. Und einer gewissen Steuerung dahinter. Ohne Performanceverlust. Ja, und sowas habe ich jetzt. Muss ich sagen, flackert zwar noch ein bisschen, muss ich nur etwas einstellen, aber es sieht super aus. Außerdem muss ich da noch... Oh mein Gott. Böse. Böse. Ganz böse. Nein. Gut. Was ist das überhaupt für ein Tier? Chitin. Gewicht 4. Ja, mal mit. Mal gucken, was wir damit machen können. Eine Spitzhacke. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine schöne Hintergrundbeleuchtung. Kann ich jetzt leider euch nicht zeigen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. So viel kann ich euch sagen. Oh. Das war jetzt natürlich doof. Aber egal. Ja, so viel Freundespilz brauche ich jetzt nicht. Was war denn hier? Teller. Ja, ich bin sehr... Oh, ein Turnister, den ich durchsuchen kann. Nachtigallen. Puh. Gar nicht mal so schlecht, was hier alles rumfliegt.
Stimmt, wir mussten ja hier rein und... Mussten wir nicht ein Buch mitnehmen? Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte ja einfach mal in die Quest-Sachen reingucken. Mache ich jetzt auch einfach mal. Quests. Bringen Sie das Okular zurück. Ja. Zaubertrank. Holzschale. Nichts mehr da. Gut. Gehen wir weiter zum Okular. Und gucken, was da passiert. Oh oh. Nein. Aktiviert. Wieso nur? Ah ja. Geht doch. Hier kann man nichts mehr machen. Da war wahrscheinlich irgendwas drunter. Hier kann man auch kein Eisen abbauen. Schade. Nee, nehme ich nicht mal mit. Es klingt, als wäre hier noch etwas. Nicht gut. Gar nicht gut. Hier ist noch irgendwas. Okay. Da ist der. Aua. Hallo. Böse. Ganz böse. Ich habe doch gesagt, hier ist noch jemand. Ich hatte sogar recht. Naja. Auf jeden Fall, ich spiele hier mit dem neuen Shader. Oder nicht Shader, sondern... Ne? Ach, stimmt. Mit dem neuen EMB-Setting. Und ich muss sagen, es sieht geil aus. Besonders an der Oberfläche sieht es geil aus. Und in der Nacht. So, einmal kurz speichern. Nehmen wir mal hier was. Genau. Ich habe natürlich jetzt während der Zeit zum Prüfen anderen Spielstand genommen, mit dem ich lange nicht so weit bin. Aber ich wollte ja prüfen, ob das überhaupt klappt und deshalb sind wir jetzt hier. Und ich habe da jede Menge andere Spielstände. Böse! Hallo! Wieso treffe ich noch nicht mal? Was ist denn mit dem los? Boah. Einen großen Seelenstein. Super. Und Zwergenöl. Wieso nicht? Ich sollte unbedingt das einbauen, dass ich keine Druckplatten mehr aufs... löse. Ich habe keine Dietriche. Stimmt, ich habe ja alle meine Dietriche verkauft. Wieso nur? Wieso war ich so ungeschickt? Nichts, nichts, nichts. So. Sachen muss man nicht unbedingt mitnehmen. Ich sollte vielleicht nochmal speichern. So. Mal gucken. Da vorne ist eine kleine Miezekatze. Zack. Geil. Boah, Volltreffer. Gut, gut. Ich habe auch neue Beleuchtungs-Mods installiert.
Und zwar in Charming FX. Und deshalb sieht das alles etwas anders aus von der Beleuchtung. Wow! Na? Dreifacher Schaden. Scheiß drauf. Großer Seelenstein. Ha. Treffer. Es geht doch nichts über einen richtig geilen Treffer. Hm? Was haben wir denn hier? Nein, ich gehe erstmal da runter. Guck mal, was hier so ein Zeug ist. Die könnte ich noch ausnehmen. Chemielabor. Ein Trank der starken Heilung. Juhu. So. Ich würde sagen, ich beende die erstmal, die Alchemie. Ja. Und dann, probiere ich mal alle Objekte, die ich noch nicht kenne. Zum Beispiel. Ausdauer. Magika. Okay. Gut, das alles habe ich. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Buffs, aber egal. Magikarinne, schwere Rüstung verstärken brauche ich nicht. Ausdauer wiederherstellen, wieso nicht? Perfekt, so Anfälligkeit für Frost. Magika generieren. Magika wiederherstellen. Zack, da habe ich direkt auch ein bisschen Effekte bekommen. Kann ich sonst noch was machen? Nein. Super. Alchemie beenden? Ja. Bin ich jetzt damit denn leichter geworden, ist die Frage. Objekte? Ja, ein bisschen. Wieso nicht? So. Hier haben wir auch nichts. Ne, hier können wir auch nichts machen. Okay, dann jetzt einmal nach oben und durch diese Tür weiter. Wird nochmal gespeichert. Ich bin wieder im Speichermodus. Okay, das ist niemand. Ja. Sieht gar nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Okay, gibt es denn hier oben was? Nein. Hallo! Hör auf mich zu schlagen, ja? Du hast nicht das Recht, mich zu schlagen.
Dir ist es nicht gestattet. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter durch das Ding. Mehr. Was für ein dickes Schild, das gehört allerdings zur schweren Rüstung. Das ist nicht so gut, so eine schwere Rüstung. Das möchte ich nicht benutzen, weil ich dann keinen Rüstungsbonus bekomme. Was ist denn hier passiert? Gold. Ein Ohr von denen. Die haben wieder einen gewöhnlichen Seelenstein. Und was Zwergenöl dabei. Das ist immerhin was Gutes. Wo geht es jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Erstmal speichern. Dann weitermachen. Dringe zum Okular vor. Okay. Dann machen wir das mal. Würde ich sagen. Sieht sehr sehr komisch aus. Okay. Da oben war was. Den habe ich total getroffen. Das war super. Ja. Und ein bisschen Gold. Wieso denn nicht? So, wo kann ich hier weitergehen? Na? Sieht nicht nach Druckplatten aus. Hier gibt es auch nichts. Sieht auch noch nichts aus, also laufen wir in die Richtung weiter. Ich habe das Gefühl, wir laufen ständig im Kreis. Ich bin eindeutig zu OP für diese Passage. Merke ich gerade. Naja. Laufen wir halt weiter. Ja. Wie wär's mit einer Pause? Wir sind ja alt und so weiter. Nein, wir machen weiter. Okay. Zwergischer Metallwaren. Sowas kann man doch immer gerne mitnehmen. Es sieht nicht sehr gut aus. Boah. Die haben mich fast gesehen. Nein, der hat mich gesehen. Tatsächlich, der hat mich gesehen. Oh.
Treffer. Wow, und wir sind ein... Level aufgestiegen. Zack, alter Nordfall. Ein paar Ohren kann man ja immer gebrauchen. Also nehmen wir die auch gleich mit. Oh. Okay, da habe ich ein bisschen was zu viel mitgenommen. Starkes Gift der Ausdauer. Cool. Wenn ich es mal irgendwann benutzen würde. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal kurz den Speicherpause. Und dann würde ich hier auch sagen, was das für heute. Und was demnächst abgeht, das seht ihr nächste Mal. Beim nächsten Mal. Haut rein.